Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns einmal mit einer weiteren Möglichkeit befassen, wie wir mit Problemgefühlen kreativ ganz anders umgehen können, als wir es bisher gewohnt sind und die dadurch in unserem Alltag wirklich praktisch handhaben können, obwohl es sich, wie viele von meinen Videos im ersten Moment etwas verrückt anhört, wird aber jeder, der das, was ich gleich vorstelle, wirklich praktisch ausprobiert, feststellen, dass das sofort direkten Einfluss auf seine Gefühle nimmt. Und das ist ja das Wichtige. Wirken muss es. Ich halte mich ja fast immer an eines der Prinzipien aus dem Huna-Schamanismus. Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Wirken muss es, sonst taucht es nichts. Zumindest taucht es dann für mich nichts. Es kann sein, dass es vielen anderen Menschen hilft, aber mir nicht. Denn was dem einen hilft, das muss dem anderen noch lange nicht helfen. Also ist es ganz wichtig, einfach spielerisch einige Sachen ausprobieren und dann das zu nehmen, was für dich am wirksamsten ist. Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis für den einen oder anderen, gerade wenn es um den Bereich praktischen Umgang im Alltag mit Problemgefühlen geht, dass jeder darauf achtet, dass er genau für sich die richtige Möglichkeit findet, das fühlt er, und dann diese Möglichkeit für sich immer praktisch nutzbarer macht. Denn es ist ja viel besser für mich, wenn ich eine wirksame Möglichkeit für mich habe, die ich immer besser anwendbar für mich mache. Nur für mich, das muss nur für mich gelten. Als wenn ich immer wieder neue Sachen lerne. Und es spielt nun mal halt nicht jeder so gerne mit Bewusstseinseinheiten und Gefühlen herum wie ich. Deshalb ist es ganz gut, wenn jeder für sich genau das individuelle Werkzeug immer zur Hand hat. Auch bei der praktischen Möglichkeit, die ich heute vorstelle, kommt es zuerst einmal darauf an, wieder mehr Bewusstheit an den Tag zu legen, sich erstmal einige Sachen wirklich klar zu machen, erstmal genau hinzuschauen, wie wir normalerweise mit Problemgefühlen umgehen. Wie sieht das in der Regel aus? Wie empfinden wir das, wenn es um Problemgefühle geht? Viele empfinden es einfach so, als würden sie auf einmal, ohne ihr Zutun, in einer dunklen Wolke verschwinden. Auf einmal, ganz in dieser Wolke, versinken und in diesem Problemgefühl gefangen zu sein. Da diese Situation ja dann sehr subtil ist, kann ich die natürlich schwer handeln. Manche Menschen empfinden auch Problemgefühle als einen großen, ganz massiven Brocken, den sie auf einmal haben, zum Beispiel wie einen großen Felsen. Auch das ist dann wieder sehr subtil, dann ist das so, als wenn wir diesen riesigen Felsbrocken als Problemgefühl mit uns rumschleppen oder uns der vielleicht auf der Brust lastet, aber es ist alles irgendwie nicht richtig greifbar, nicht handelbar. Meistens haben wir das Gefühl, wir sind da völlig ohnmächtig und können da praktisch nicht mit umgehen. Wenn ich Problemgefühle als einen dritten Brocken, einen Felsbrocken empfinde, dann kann es übrigens manchmal ganz hilfreich sein, wenn ich diesem Felsbrocken ein freundlicheres Aussehen gebe, so wie das hier auf dem Bild gezeigt ist. Schon in dem Moment verliert er seine Gefahr für mich. Aber das nur zwischendurch bemerkt. Schon alleine diese paar Gedanken, die wir uns jetzt hier gemacht haben, sind schon viel mehr, als die meisten Menschen sich in der Regel über die Struktur, über die Substanz vom Problemgefühl machen. Schon alleine das bedeutet, in diesem Bereich, der ja viel Energie auch kostet im Alltag, mehr Bewusstheit hereingegeben zu haben. In meinem letzten Video habe ich ja gesagt, dass alles, was es im Universum gibt, dass alles, was existiert, immer Energie, Masse, Zeit und Raum haben muss.
Fehlt einer dieser Faktoren, kann nichts im Universum bestehen. Und gerade wenn es um Problemgefühle geht, dann können wir uns den einen Faktor, nämlich die Masse, das Gewicht, mal etwas näher ansehen und das für uns im Alltag ganz praktisch nutzbar machen. Weil das kennen ja auch viele, sagen wir, wenn sie sagen, meine Sorgen erdrücken mich, das ist ja Massegewicht, oder das belastet mich, oder das liegt mir schwer auf dem Herzen, oder das lastet auf meinen Schultern. Es hat also bei Problemgefühlen oft mit der Masse, mit dem Gewicht zu tun. Also mit der Schwere der Problemgefühle. Und weil es ja meistens als ganz, ganz dicke Brocken empfunden werden, macht uns das natürlich Angst. So, als könnte uns dieser dicke Brocken auf einmal niederwalzen und unser ganzes Leben schlagmals zerstören. Und deshalb wollen natürlich die meisten, das haben wir alle gelernt, irgendwelche Problemgefühle so schnell wie möglich ganz loswerden aus ihrem Leben. Denn wer lebt schon gerne in der Gefahr, dass ihm so ein dicker Brocken, wie hier auf dem Bild, direkt auf den Kopf fällt? Und die erlernte Tendenz, die wir alle gelernt haben, ist eben, Problemgefühle so schnell wie möglich aus unserem Leben herauszubringen. Dummerweise sind die aber meistens nicht handelbar, weil sie ganz subtil sind. Was aber passiert, wenn wir sagen, ja, von mir aus können die Problemgefühle ruhig in meinem Leben sein, ich möchte sie nur besser handhaben können. Wenn ich sage, okay, ich akzeptiere die Problemgefühle für mein Leben, die dürfen ruhig da sein, ich möchte aber für mich einen Weg haben, wie ich da ganz praktisch mit umgehen kann und wie ich auch mein Unterbewusstsein von dem wahren Gewicht, von der wahren Masse meines Problemgefühls im Alltag überzeugen kann. Wenn ich also einmal von einer ganz anderen Seite an Problemgefühle herangehe, nicht wenn ich unbewusst versuche, diese ganz subtilen Empfindungen und Gefühle loszuwerden, sondern wenn ich sage, ich möchte das einfach nur praktisch handhaben können. Wenn ich einfach einmal genau das Gegenteil von dem mache, was ich sonst so gelernt habe, nämlich zu versuchen, irgendein Problemgefühl, was mich belastet, loszuwerden aus meinem Leben. Obwohl ich schon oft genug erlebt habe, vielleicht erlebt habe, dass das nicht so einfach ist, weil es subtil ist und ich es nicht richtig handhaben kann. Wenn ich also den Weg einmal umkehre und sage, okay, ich will das sogar in meinem Leben noch sichtbarer machen, so damit ich genau weiß, wo mein Problemgefühl ist, ganz genau, wie es aussieht und auch, was es wiegt. Hört sich vielleicht etwas unverständlich an, aber wenn ich das gleich vorstelle, wird vielleicht der ein oder andere sich fragen, warum bin ich nicht selbst auf so eine einfache Lösung gekommen? Nun, es ist im Grunde ganz einfach. Das Problem ist ja immer, dass es subtil ist und nicht greifbar und dass es uns wahnsinnig schwer vorkommt, irgendein Problemgefühl. Also gehen wir einfach her und machen aus dieser subtilen Energie eine greifbare Energie, die wir dann im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand haben. Unser Problemgefühl im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nehmen können und abwiegen können. Und unserem Unterbewusstsein so ganz nebenbei bei diesem praktischen Spielchen beibringen können, dass das Problemgefühl eben nicht so schwer ist, wie wir es sonst unbewusst angenommen haben. Wenn du diesen Weg hier wirklich praktisch für dich nutzen willst, dann brauchst du im Grunde nichts anderes als Bewusstheit und ein paar Styroporkugeln. Und die gibt es ja für ein paar Cent an jeder Ecke
in verschiedenen Größen zu kaufen. Im Baumarkt, im Bastelgeschäft, oftmals eben auch im Blumengeschäft. Denn ich bin, als ich so im Wintergarten saß und da so eine Styroporkugel auf dem Tisch rumlag und ich damit herumgespielt habe, eigentlich auf diesen praktischen Weg gekommen. Also wieder mal durch Spielerei. Weil mich diese Styroporkugel eben von der Form her an die Bewusstseinseinheit aus meinen Videos erinnert hat. Und ich, als ich sie so in die Hand genommen habe, dachte, Donnerwetter, die ist ja total leicht. Und dann fielen mir eben diese vier Faktoren ein: Energie, Masse, Gewicht, Zeit und der Raum. Und ich gedacht habe, das wäre doch super, wenn ich in so eine Styroporkugel eben zum Beispiel ein Problemgefühl reingebe. Das kann eine Angst vor irgendwas sein oder eine Sorge um irgendwas. In dem Moment beginne ich ganz praktisch dieses an sich ganz subtile Gefühl, dem ich sonst immer irgendwie ohnmächtig ausgeliefert bin, eine richtige, greifbare Form zu geben, ein Gewicht, kurzum, ich mache es praktisch handelbar. Und ich vermittle eben ganz direkt meinem Unterbewusstsein, dass das, was ich sonst vielleicht als so subtil schwer und belastend empfinde, gar nicht so schwer ist, sondern ganz leicht und ich es sogar in die Hand nehmen kann und diese Leichtigkeit fühlen, erfahren kann. Und vielleicht kannst du das für dich einfach mal ganz praktisch ausprobieren. Besorg dir einfach ein paar Styroporkugeln aus irgendeinem Bastelgeschäft, vielleicht hast du sogar noch welche zu Hause, und nimm einfach eine von diesen Kugeln und impfe die quasi mit einem ganz konkreten Problemgefühl. Du kannst es auch da drauf schreiben. Und dann befasst dich mal damit und sag, dass das Problemgefühl jetzt durch diese Styroporkugel symbolisiert ist. Die sollte also nicht ganz so klein sein, diese Kugel, also schon so wie ein Tennisball oder so, damit du den in die Hand nehmen kannst und kannst damit rumspielen. Du transportierst im Grunde genommen in dem Moment das Problemgefühl aus deinem System heraus in diese Styroporkugel hinein. Du kannst auch eine Styroporkugel nehmen, so wie hier auf dem Bild, die innen sogar noch hohl ist, die du aufmachen kannst, und zeigst deinem Unterbewusstsein dadurch ganz praktisch, sieh her, ist nicht nur total leicht, sondern ist auch nichts drin. Es kommt darauf an, sagen wir, dass du dich auf dieses Spielchen einlässt und das ganz praktisch machst. Denn es hat natürlich, wenn es um irgendein konkretes Problemgefühl geht, einen riesen Vorteil, wenn du zum Beispiel dann deine Styroporkugel mit diesem ganz konkreten Problemgefühl zum Beispiel in einer Schale auf dem Küchenschrank liegen hast. Dann weißt du jederzeit, wo dein Problemgefühl ist. Und es kann dich im Grunde gar nicht mehr so überraschen und dich ganz vereinnahmen, wie es sonst ganz automatisch passiert. Und es ist eben ein ganz direkter, wenn auch unterschwelliger Weg, um mit deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Weil das Unterbewusstsein hat es natürlich gerne, wenn du ihm ganz deutlich zeigst, erfahrbar und fühlbar zeigst, was überhaupt los ist. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du deinem Unterbewusstsein unbewusst durch diese subtile Erfahrung von Problemgefühlen vermittelst, oh, das ist wahnsinnig schwer, das kann ich nicht handeln und das erdrückt mich und das belastet mich zu sehr. Oder ob du deinem Unterbewusstsein vermittelst, oh, sieh her, ist ganz einfach, es ist ganz leicht und es ist ganz leicht zu handhaben und wenn ich es öffne, dann ist überhaupt nichts drin, sondern es ist leer.
Unser Unterbewusstsein funktioniert ja so wie ein treuer und ganz mächtiger Diener, dem er genau das macht, was ich ihm vermittle. Wenn ich dem Unterbewusstsein also vermittle, etwas ist schwer, ich bin dem ohnmächtig ausgeliefert und ich kann das nicht handhaben, nun, dann wird das Unterbewusstsein so damit umgehen und das in mein Leben bringen. Wenn ich dem Unterbewusstsein aber erfahrbar vermittle, oh, das ist ganz leicht, im Grunde genommen ist es nichtig, weil nichts drin ist und ich kann es ganz leicht handhaben in meinem Leben, dann wird es eben das für mich realisieren. Das Unterbewusstsein hat es ja immer gerne, wenn etwas praktisch erfahrbar ist, wenn wir ihm das förmlich zeigen, verdeutlichen, versinnbildlichen. Und da bietet sich natürlich der Werkstoff Styropor super an, quasi als Kommunikationsmittel mit dem Unterbewusstsein. Denn ich kann das nicht nur mit einem einzigen Problemgefühl machen, sondern ich kann natürlich auch Styropor noch praktisch anders nutzen. Du kannst mit dem Werkstoff Styropor deinem Unterbewusstsein direkt vermitteln, wie zum Beispiel Probleme in deinem Leben weniger werden. Wie du das machen kannst, ist total einfach. Und ich bitte dich einfach, wenn du das machen willst, dann probier das praktisch aus. Du musst das fühlen, erfahren. Das nützt nichts, wenn man das im Kopf macht. Es gibt ja nicht nur diese Styroporkugeln, die kleinen. Es gibt ja auch so Styroporblöcke, so wie auf dem Bild. Jetzt stell dir mal vor, du hättest zum Beispiel irgendwo in der Küche oder im Wohnzimmer oder wo du willst, oder im Arbeitszimmer, hast du einen so einen Styroporblock stehen, der deine Probleme im Leben für dich versinnbildlicht. Und Styropor ist ja nicht nur leicht, sondern ist auch leicht zu schneiden, weil es ganz weich ist. Und du schneidest einfach jeden Tag stückweise, Stück für Stück, immer ein Teilchen von diesem Styroporblock ab und vermittelst dadurch deinem Unterbewusstsein, wie die Probleme in deinem Leben immer kleiner und kleiner und kleiner werden, bis sie irgendwann ganz verschwunden sind. Diese Art, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren, das versteht das sehr, sehr gut und legt das um. Und zwar das, was du ihm vorgibst. Gerade bei der Kommunikation mit dem Unterbewusstsein ist immer Kreativität gefragt. Immer die Frage, wie kann ich das meinem Unterbewusstsein vermitteln? Und wenn du zum Beispiel einfach mit einem Cuttermesser jeden Tag ein Stück von deinem Problemblock, von diesem Styroporblock abschneidest, dann signalisierst du damit deinem Unterbewusstsein, sieh her, auch ich tue etwas, um eben diesen Problemblock zu verringern. Und das Unterbewusstsein tut dann das Seine. Wenn du sowas ganz praktisch machst, hat das noch einen weiteren Vorteil für dich. Du nimmst also, ich sag mal, die Schärfe aus dieser ganzen Situation. Denn eins ist klar, wenn du das wirklich machst und arbeitest dann mit deinem Styroporblock, dann wirst du wohl nicht drum herum kommen, dass du ab und zu mal anfängst zu lachen. Vielleicht triffst du dann auch, wenn du wirklich mal Wut hast oder so, einfach vor deinen Styroporblock und der fliegt durchs Zimmer. Das ist aber immer noch besser, die Probleme so zu handhaben, als sich davon erdrücken zu lassen. Und ich sage es mal ganz direkt und lustig, wer kann schon sein Problem, wenn sie ihn wirklich mal zu sehr nerven, ganz, ganz praktisch in den Hintern treten? Und kann dann auch noch dabei zusehen, wie diese Probleme, die ihn scheinbar erdrücken, auf einmal ganz leicht zum Beispiel durchs Arbeitszimmer fliegen. Alles, was ich jetzt hier so gesagt habe, sind ja nur Ansätze und hört sich mit Sicherheit total verrückt an, weil es eine ganz andere Herangehensweise an irgendwelche Problemgefühle ist oder auch an Probleme, als wir das alle gewohnt sind. Aber probier das einfach mal aus. Die Patient für so eine Styroporkugel, die kannst du alle Male investieren. Und wenn du dann diese Styroporkugel mit einem
konkreten Problemgefühl geimpft hast, sag ich mal, imprägniert hast und du die alleine von einer Hand so spielerisch ganz leicht in die andere Hand nehmen kannst, wirst du feststellen, dass das eine gute Investition war. Und wenn du genug von deinem Problemgefühl hast, nun, dann legst du es einfach auf den Schrank oder sonst wo hin und weißt du jederzeit, wo dein Problemgefühl sich jetzt befindet und wie du es handhaben kannst. Gerade wenn du bei dieser praktischen Arbeit, und das muss man praktisch machen, also wenn du bei dieser praktischen Arbeit vielleicht mit einem konkreten Problemgefühl dich befasst, das dich vielleicht schon lange nervt, wirst du vielleicht feststellen, dass du so noch nie mit deinem Problemgefühl umgegangen bist und dass du dich wahrscheinlich auch so noch nie gefühlt hast, wenn es um dein Problemgefühl ging. Würde mich nicht wundern, wenn du sogar auf einmal anfängst zu lachen, wenn du dein ach so schweres Problemgefühl auf einmal ganz locker von einer Hand in die andere werfen kannst und damit herumspielen kannst. Schon alleine dann hat sich diese praktische Arbeit für dich alle Male gelohnt. Ich schätze mal, dem einen oder anderen werden sicherlich noch ganz andere Möglichkeiten anfallen, wie er eben diesen Werkstoff Styropor für eine Kommunikation mit seinem Unterbewusstsein nutzen kann und nicht nur die paar Ansätze, die ich hier vorgestellt habe. Aber damit praktisch herumzuspielen, lohnt sich garantiert, weil es sofort fühlbar, sofort erfahrbar ist. So, nun wünsche ich dir bis zum nächsten Mal erst einmal wieder von Herzen alles Gute.